Hallo, hallo, herzlich willkommen zu Paragraphen Silvias Leseliebe. Ich habe mal wieder gelesen und zwar habe ich ein Hammerbuch gelesen von Kerstin Höller, ein Scheidungsverhinderungsbuch. Weißt du, was das ist? Das musst du einfach lesen, weil unter anderem auf Seite 66 bin ich tatsächlich rot geworden. Aber fangen wir mal beim Anfang an. Ich bin die Paragraphen-Silvia, die ganzheitlich lösungsorientierte Scheidungsanwältin und Trennungsmentorin. Und eigentlich bin ich ja dafür bekannt, dass ich mich eben mit dem Thema Trennung beschäftige. Aber das Besondere ist ja, dass ich im Grunde meines Herzens für die Verbindung stehe. So, und deswegen ist ein Scheidungsverhinderungsbuch in meinem Sinne genau das Buch, was geschrieben werden musste. Nicht dieses Abrechnungsbuch mit dem Ex und oh, wie furchtbar war's, sondern der Mann sagt, ich will mich von dir trennen und du sagst, nee, kaufe ich nicht, will ich nicht, ich liebe dich und ich, ja, und was dann passiert, darum geht's in diesem Buch. Das Tolle bei Kerstin ist, das ist eine Gehirnbenutzerin und keine Gehirnbesitzerin, denn das, was passiert, wenn jemand verkündet, ich will mich von dir trennen, das ist das, das trifft auf deine Haltung. Und was du für eine Haltung hast, das sind deine Gedanken, die prägen deine Haltung und dann wird dir das nach deinem Willen geschehen. Du kennst den Spruch, ne? Dein Wille geschehe. Was du für eine Haltung hast, trennt sich jemand von dir, den du im Grunde deines Herzens liebst bis zum Ende der Welt und zurück, und du fühlst im Grunde genommen, ja, das darf jetzt nicht so sein. Und was du dann alles machen kannst und was das mit dir macht, wie du dich verändern kannst, wie du bei dir guckst, anstatt zum anderen zu sagen, du, wie das in 95% der Fälle gemacht wird, wie du es dann drehen kannst, wie du zur glücklichsten Verbindung der Welt wieder zurückfinden kannst, vor allen Dingen bei langen Ehen. Also wirklich, Leute, ich habe schon so viele in meiner Betreuung, sage ich mal in Anführungsstrichen, hier gehabt, die Frauen, die kommen hier an und sagen, ich verstehe es einfach nicht. Und wenn wir dann aufarbeiten, was da eigentlich passiert ist und was sie vielleicht auch während der Ehe, was da eingeschlafen ist, was sie hätten machen können und. Nicht negativ, sondern einfach, damit man versteht, was passiert ist. Und wenn man versteht, was passiert ist, dann kann man entscheiden, will ich das so oder will ich das zurückdrehen? Kann man da überhaupt noch was machen? Das ist das, was mir so wichtig ist. Deswegen war ich im Dezember so glücklich mit diesem Beispiel, dass ich wieder Menschen davon abbringen konnte, sich scheiden zu lassen, sondern stattdessen erstmal in getrennten Wohnungen richtig tolle Eltern weiterhin zu bleiben und dann mal gucken, was können sie denn renovieren? Man muss nicht immer alles wegschmeißen, Beziehungen. Man kann auch renovieren. Seid ihr auf die Idee schon mal gekommen? Also, ein fantastisches Buch. Auf der letzten Seite bedankt sie sich auch bei mir. Nein, sie bedankt sich bei allen, die lesen. Aber ich wünsche mir so sehr, dass sie zu mir ins Interview kommt, weil wir haben so viele Verbindungen im Kopf und im Herzen. Das wäre sicherlich für euch alle was richtig Mehrwertiges. Deswegen, ich bleib dran. Ihr könnt sicher sein, ja, mein Wille geschehe. Ne? Schauen wir mal. Liebe Kerstin, tausend Dank für dieses Buch. Und lieber Jürgen, großes Kompliment. Du hast neulich einen Post gemacht, dass du das Buch schon zweimal gelesen hast. Und dass du auch, ja, Kerstin sagt, du wärst auch die Veranlassung gewesen, dass du das Buch geschrieben hast. So geht's, ne? Wir sind ein Team in einer Beziehung und großartig. Yes! Danke für euch und wir sehen uns. Bis bald!